Ich tue gerade in Echtzeit das Video so rumziehen. Das ist nervender und irritierender, deswegen mache ich das. Also, ganz leicht, das so rumzuziehen, während das so irritiert und während ich reden muss. Wie wird man eBay-Kleinanzeigenverkäufer? Das ist relativ einfach. Der erste Schritt ist, nicht antworten. Der zweite Schritt ist, persönlich beleidigt zu sein. Der dritte Schritt ist, sofort zurückbeleidigen. Der vierte Schritt ist, vage Informationen geben. Der fünfte Schritt ist, schlechte und falsche Informationen zu geben. Der sechste Schritt, das ist komisch, dass an sechster Stelle kommt, das ist der wichtigste überhaupt. Wenn es zum Kauf kommt und der Verkäufer seriös scheint, sorry, wir gehen jetzt gerade davon aus, wie man verkauft, ne? Wichtig ist es, dass du deine Käufer dadurch ansprechen willst, egal was du machst als Verkäufer. Der erste Schritt, ein echter Kleinanzeigenverkäufer zu werden, das ist, was alle Top-Profis, sorry, nicht alle, nur 99,999%. Ich erlebe es bloß regelmäßig, also immer und immer und immer und immer wieder. Okay? Der erste Schritt ist, das ist kein Joke, das ist ernst gemeint. Du kaufst dir ein Flugticket und du fliegst jetzt um die Welt. Okay? Erst sobald du in das Flugzeug steigst, du gehst erst in das Flugzeug rein. Jetzt darfst du deinen Artikel in eBay Kleinanzeigen einstellen. Jetzt darfst du auf potenzielle Käufer antworten. Jetzt darfst du den Artikel kaufen. Denn, das ist ganz wichtig, sobald der Kunde den Artikel kauft, sagst du: Oh, sorry, ich befinde mich gerade auf Reisen. Das ist, was du sagst. Und es passiert nicht einmal. Du musst jedes Mal für jeden Artikel, egal wie klein er ist, egal wie wertlos oder wertvoll ist, zwischen 1 Cent bis 10.000 Euro, bis 100.000, 1 Million, immer erst Flugticket, dann ins Flugzeug steigen, dann den Artikel verkaufen. Wir wollen nicht als Verkäufer sofort unseren Artikel versenden. Warum? Das zeugt von Kompetenz. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Okay? Das ist ganz wichtig. Ohne Flugzeugticket, wenn du nicht im Flugzeug bist, kannst du nichts verkaufen. Ich verstehe nicht, warum das nicht in den AGBs steht. Das sollte eigentlich verboten sein, dass Leute, die zu Hause sind, Artikel verkaufen. Das kann einfach nicht angehen. Es ist definitiv notwendig. Du kannst auch auf eine Safari-Tour gehen. Vielleicht eventuell in ein paar Jahren gibt es auch Mars, Mond, Saturn-Projekte, wo man fliegen kann. Und dann, sobald du im Shuttle bist, hier die Hemisphäre verlassen hast, dann darfst du deinen Artikel einstellen. Dann kommt noch erschwerend hinzu, was cool ist, was ich festgestellt habe, ist, genau, da ich halt einfach keinen Bock mehr, keinen Nerv mehr für dieses Gepicke habe. Da die Verkäufer mit aller Gewalt versuchen, so asozial und scheiße unmöglich zu sein, sehr oft, sorry, nicht oft, bloß sehr oft, denke ich mir halt dann, okay, zum Beispiel, wenn da steht 1 Euro Verhandlungsbasis oder steht irgendwas für 100 Euro da und du kommst mit 95 Euro, nein, ich sag doch nicht hier, ich verhandle nicht, 100 Euro ist der Festpreis. Die Leute, es ist ganz wichtig, wenn du den als Verkäufer reinstellst, mit Verhandlungsbasis ist der Festpreis gemeint. Also es ist verhandelbar zwischen Festpreis, Festpreis und Festpreis, okay? Das ist ganz wichtig. Und wenn diese Faktoren gegeben sind, dann darfst du es verkaufen. Ne? Wenn da jemand ein Haus für 500 Euro Verhandlungsbasis verkauft, ein ganzes Haus, okay? Dann schreibe ich dieser Person definitiv auch für, sind auch 499 Euro drin. Und dann kommt natürlich keine Antwort, weil die Person fühlt sich persönlich angegriffen, denn der Verkäufer hat die Anzeige mit fälschlichen Informationen erstellt und versteht nicht, warum dann unter fälschlichem Vorwand potenzielle Käufer angelockt werden. Ist ja klar, ist ja klar. Irrationalität erzeugt Irrationalität. Und was noch dazu gekommen ist, das ist cool, seitdem eBay Kleinanzeigen geworden ist, musst du alle 2 Sekunden, wenn du zum Beispiel dein Cache löscht und du dich einloggst, dann musst du mit 2-Faktor-Authentifizierung via SMS extra nochmal verifizieren, dass du bist, selbst wenn nur 1 Sekunde vergangen ist. Okay, und dann schreibst du 10 dieser Arschkrampen, wenn du was kaufen willst. Oder wenn dich, was weiß ich, hypothetisch angenommen, dich würden 10 potenzielle Käufer anschreiben, wenn du was verkaufst. Ne? Dann schreibst du dir mal ein 10. Ne? Aber wir gehen jetzt einfach nur vom Verkauf aus. Ne? Du willst was kaufen als Käufer, okay, aus der Käuferperspektive. Also mit, ne? Hier ist die Verkäuferperspektive, hier ist die Käuferperspektive. Ne? Haben wir jetzt einfach so beschlossen. Bla 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 bla. Genau, dann schreibe ich als Käufer 10
Verkäufer an. Weil, genau, hier haben wir auch wieder, der erste rastet aus, als hätte ich seine Mutter persönlich beleidigt. Ist ja klar, weil ich habe nach dem Preis gefragt. Das ist eine Beleidigung an seine Mutter, ist ja klar. Der zweite antwortet nicht, der dritte antwortet nicht, der vierte antwortet nicht. Der fünfte sagt, nein, hier steht doch alles geschrieben an Informationen, was gelogen ist. Und so zieht sich das durch. Und deswegen schreibst du dann 10 Leute an, damit du eventuell 1 bis 2 sinnvolle Antworten herausfiltrieren kannst. Daraus ergibt sich dann ein Gespräch, das du weiterführen kannst, woraus sich dann ergibt, dass zum Beispiel eine Person dich schreiben kann mit Händen und keine Ahnung, ja, und dann, ja, ne? Genau, und so läuft es ab. Das, so funktioniert eBay Kleinanzeigen als Käufer und Verkäufer. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Bye, bye.